So, hallo, guten Tag zu einem neuen Video. Gerade eben habt ihr kurz meinen Trainingsplan gesehen. Ich habe ihn jetzt nur kurz eingeblendet, weil könnt ihr stoppen und ihn kurz angucken. Das ist jetzt die Trainingszusammenfassung von letzter Woche. Heute ist ja Montag, wo das hochgeladen wird. Das ist alles 5x5. Also seht ihr, ich mache das erste Woche 5x5, zweite Woche 5x4 oder 6x4. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das handhabe. Heute haben wir mal 6x4 gemacht, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall Kreuzheben sind jetzt sozusagen die ersten Sätze. 180 oder so müssten das gewesen sein. Und ja, das ging eigentlich soweit ganz gut. Das ist halt, ja, was soll ich sagen? Ich bin halt beim Kreuzheben immer noch an der, mit der Technik am Überlegen und so weiter. Und ob das alles richtig hinhaut. Da, ja, ich glaube, heute habe ich nämlich, es ist jetzt alles schon eine Woche her, heute habe ich ja schon wieder mit dem nächsten angefangen, mit dem 5x4. Vielleicht lade ich das sogar direkt morgen hoch und lade dann sozusagen das immer einzeln aus, hoch, weil das ist jetzt Kreuzheben. Dann kommt Squats, dann kommt Overhead Press und dann kommt Bankdrücken. Und das dauert alles einiges. Ich weiß gar nicht, was ich alles darüber reden soll. Ich fange mal an, keine Ahnung, ich werde mal so ein bisschen, nutze die Zeit, um hier ein bisschen zu philosophieren. Ich habe versucht am Samstag, also heute, wo ich das aufnehme, ist Montag, habe ich gedacht, also habe ich trainiert morgens und da war es ganz schön kalt und deswegen sind nicht richtig warm geworden und so weiter und das Training war eigentlich relativ scheiße. Ich habe hier ein Body-Media-Armband und letztendlich haben wir beim Training nur 500 Kalorien verbrannt, weil wir halt einfach so lahm waren, weil es so kalt war, war so unmotiviert und so. Und dann normalerweise verbrennen wir so um die 1000 Kalorien. Und also jedenfalls ich. Und ja, dann deswegen habe ich mich dann entschieden, hier am Samstag ein zweites Mal trainieren zu gehen. Und leider war das dann aber so, dass, na, es hat halt geregnet, da habe ich gedacht, scheiß drauf. Also bin ich am Abend nochmal zu McFit mit dem Fahrrad durch den Regen gefahren. Und was weiß ich, habe versucht nochmal ordentlich Kalorien zu verbrennen, weil der trackt das ja alles. Und halt schön hartes Defizit zu fahren. Und ja, dann halt eben Fett zu verbrennen und shredded zu werden. Kann man sich ja denken, warum. Sieht geil aus. Nee, also auf jeden Fall, vielleicht hört ihr es an der Stimme. Ich komme dann abends zurück und merke schon so, verschnupfte Nase, scheiße. Und am nächsten Tag krank, Sonntag also nicht trainiert. Hab gedacht, okay, aber mehr als einen Tag nicht trainieren, nicht. Vor allem, weil auch Sonntag, wie heißt es? Weil ich dann leider ein bisschen mehr gegessen habe, bin ich dann 2500 Kalorien in Überschuss gegangen. Verträgt sich ja nicht ganz so mit dem Ziel Körperfettreduktion, aber okay, naja, mittlerweile sind wir hier bei den Squats, das ist auch, ja, weiß nicht, also wie erzähle ich jetzt weiter, soll ich jetzt weiter zu den Squats erzählen? Auf jeden Fall, ich bin krank, war heute aber wieder trainieren, ging besser, meine Nase ist ein bisschen verschnupft, aber Power ist da, ja, das wollte ich nur kurz sagen. Auch ich werde krank, ich werde mal gucken, wie ich das demnächst handle. Aber ich werde halt nicht richtig krank, ich bin halt nur so Nase verschupft und so, dies, das. Naja, Squats bin ich mit der Technik eigentlich ganz zufrieden, ihr könnt immer was sagen. Ich habe jetzt keinen, gerade bei Kreuzheben würde ich sagen, ich mache es besser als die meisten, aber ich mache es nicht perfekt. Ich versuche das immer noch so hinzukriegen wie Johnny Candido, da bin ich echt erstaunt, wie das bei dem aussieht, alles komplett gerade. Irgendwie so, sieht so einfach alles bei ihm aus. Naja, muss ich noch ein bisschen fixen, aber hier, ich denke mal, kaum Buttwink, die Tiefe ist gerade so parallel. Und muss man sagen, eigentlich bin ich bei Squats auch ein bisschen stärker. Da war ich gerade auch richtig am Arsch, ich habe irgendwie schlecht geschlafen und was weiß ich alles. Das sind jetzt 135 oder so, mal 5, normalerweise ist das kein Problem. Das müsste sehe ich dann ja auch morgen nochmal, wenn ich dann mal 4 mache. Muss mal gucken, was das überhaupt ist. Ach, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das war. Squats waren schwierig, ich habe sie trotzdem noch geschafft. Die letzten Wiederholungen halt alle so ein bisschen langsamer. Ja, jetzt kommen wir hier zum Overhead Press.
Da witzigerweise, gut, ihr seht nicht die Wiederholung von Nico, aber da benutze ich, gehe ich von meinem Rechengewicht von 70 Kilo aus, also eigentlich relativ gering. Das ist auch, denke ich, meine größte Schwäche. Und dann 5x5 halt eben nur mit 55 Kilo. Und naja, es geht, aber mal gucken, hoffentlich kann ich das demnächst gut steigern. Weil, ja, jetzt kann ich halt eben nicht so gut steigern, weil ich halt eben im Defizit bin. Das ist echt ein ganz schön langes Video. Ich weiß nicht, ob ich das demnächst kürzer machen soll. Ich habe jetzt auch keinen Bock. Wisst ihr, ich bin ja die ganze Zeit am Labern und versuche das irgendwie unterhaltsam zu machen. Ich denke, es ist schon interessant, wenn ich mir überlege, sage ich jetzt mal, was gucken sich die Leute an, so einfach mal zuzugucken, was trainiert er so, was macht er für Fortschritte, vielleicht auch, wie macht er die Technik und so weiter. Deswegen denke ich, ist es alles durchaus so ein Platz, solche Workout-Videos. Aber wenn das halt irgendwie dann alles zusammen so 8 Minuten dauert, dann ist das doch irgendwie ein bisschen krass. Hier kann man noch ein bisschen reden, okay, meine Technik ist nicht perfekt. Also meine Technik in dem, was meine Handplatzierung und so weiter angeht, würde ich sagen, ja, ist super. Aber bei der letzten Wiederholung geht halt mein Arsch hoch und das soll er halt nicht. Eigentlich soll der auf dem soll der Arsch auf der Bank bleiben. Und dann muss ich halt gucken, dass ich irgendwie eine stärkere Brücke mache oder was weiß ich, mich da besser drauf konzentriere. Aber insofern, ja, also ich krieg's halt hoch, aber ich muss mich halt konzentrieren, dass auf dem Arsch bleibt, dass der Arsch auf der Bank bleibt. So, habe ich hier lange rumgefaselt, tut mir leid, wenn das irgendwie ein bisschen Quatsch war, aber ich habe halt gedacht, ich lasse euch da nicht alleine, bin dabei, wenn bei meinen Übungen, vielleicht ab und zu erkläre ich das dazu. Also auf jeden Fall, Bankdrücktechnik bin ich zum größten Teil zufrieden. Arsch muss halt auf die Bank. Zum Squatten vorhin bin ich eigentlich sogar sehr zufrieden. Also Buttwink ist auch irgendwie, sehe ich kaum noch bei mir. Und was weiß ich. Also von daher, mit Squats bin ich eigentlich am zufriedensten mit der Technik. Overhead Press eigentlich auch, aber da kann man auch nicht so enorm viel falsch machen, schätze ich mal. Und Kreuzheben bin ich halt immer noch am Überlegen. Das ist halt einfach die Frage so, was ist jetzt wirklich falsch, was ist wirklich schlimm und was ist einfach nur irgendwie, wo braucht man sich eigentlich gar nicht drum zu kümmern, also welche Krümmung im Rücken und was weiß ich und so. Da muss ich mich nochmal genauer informieren, weil ich will ja auch safe sein und naja, ich denke, das war es erstmal mit dem Video. Mal schauen, wie ich es mache in Zukunft. Dann bis dann.